Ey, yo, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Teil Nummer 2, Alter. Ich bin mega aufgeregt, wie es meinem Kumpel, wie heißt der? Ah ja, auf jeden Alba reagiert. Ja. Alter, heute Kretze. Ja, auf jeden, er ist bestimmt heute Kretze und ich ein Alba, wisst ihr Bescheid? Jo. Was machst du? Flash! Überraschung! Ja, Mann, Essen. Ich hab gehört, heute gibt's Essen bei dir. Mann, ihr seid hängen geblieben, Alter. Was ist das? Also, meine Freunde. Genau. Ich bin Alba und das ist Alba. Also, wer ist das, der richtige Alba? Ja, komm. Habt ihr den gefunden? Beim Friseur. Also, Digga. Seid ihr hängen geblieben? Nein, Mann. Guck mal, ich war beim Friseur, weil ich meine Glatze putzen wollte. Und Abdu sagt, oh, lad mein Ding. Ja, das ist Bayram heute, Allah, ich bin heute Bayram. Warum? Frag mal, was passiert? Was macht ihr überhaupt? Was ist das für ein Film? Was macht ihr für ein Film? Ja, pass auf, Flash, wir drehen Spieß um. Du besuchst deine Gäste und machst immer, ey, ich bin Alba. Guck mal, ich bin auch Alba. Wir hängen geblieben. Jetzt komm ich dich besuchen. Fast hat ihn nicht, siehst du gleich, Alter. Ja. Doch, ja, deswegen sind wir hier. Wir dachten, du passt auch. Ich schwör, was für Spieß um, was redet ihr da? Ich bin auch so schwer geschlafen. Also, jetzt weiß ich, wie man sich fühlt, wenn man von Alpha Grand TV gebastelt wird zu Hause. Und zwar von mir, von Alpha 2. Mein Bruder Kretze übernimmt heute die Sendung. Grüßt euch. Ja, ich bin echt sehr überrascht. Was da alles vorbereitet? Meine Kinder schlafen. Ich habe nichts vorbereitet, aber ich habe genug da zu essen. Ja, ich mache jetzt gleich. Weil ich habe Hunger. Du hast Hunger? Okay, du kannst gebastelt. Dasin. Jo. Willst du auch Wasser? Ja, eine Dattel, Bruder. Ja. Nein, ich mag es keinen Dattel. Aber krass, du hast doch gefastet, Digga. Du hast gefastet, Digga. Ja, okay. Es ist halt zu spät. Die Kinder schlafen und wir können nicht richtig uns bewegen und machen. Yalla, Kelle Pacha. Kelle Pacha, Kelle Pacha. Krass, du weißt Bescheid. Ja, natürlich weiß ich Bescheid. Ich hab eine Dattel. Wir müssen absetzen, habe ich gelernt. Das benehmen. Seid froh, dass ihr bei Ramadan gekommen seid, weil da habe ich schon mal genug zu essen. Das hat er nie Ich darf. Er tut so, als würde er nie essen. Auch während Ramadan oder nach Ramadan oder vor Ramadan. Er ist doch nur. Das kommt an seinem Bauch. Oder nicht? Geht langsam weg. Macht da Felix Sturmfolge, hat er bestimmt wieder gegessen. Deswegen. Wir machen jetzt Iftar. Allah soll unsere Gebete annehmen. Ich sag heute nichts mehr. Wenn er schon alles übernimmt, dann macht er heute die Folge bis zum Ende. Beten wir jetzt auch? Ja, das machen wir. Vor der Kamera, wir müssen keine Werbung machen, oder? Jeder für sich, oder? Okay. Ja, so. Ja, bismillah. Okay, machen wir. Allah soll unser Fasten annehmen, so kann okay. Man auch machen. Da, sie macht Kamera aus. Dann lass es schmecken. Okay, Leute, wer mir jetzt sagen kann, was das hier für Fleisch ist, wirklich, ist in den Kommentaren. Nein, warte. Der bekommt von mir 100 Euro. Wirklich. Also, ich such dann den Gewinner raus. Das ist auf jeden Fall Döner, sag ich euch von Akiki. Niemals, es ist kein Dönerfleisch. Das ist Thunfisch, oder? Nein. Natürlich. Guck mal, ist doch, was ist das für Fleisch? Oh, Bruder, bei mir zu Hause ist alles halal und alles Hochqualität. Ja, ne, hoch. Ich bin auch halal. Ja, du bist auch halal, scheiß. Aber bei mir hat alles Qualität, ich kaufe vom besten Fleisch. Okay. Extra. Siehst du doch. Natürlich. Meine Fleischer, die geben mir auch immer frisches Fleisch, immer von den Tanz. Oh, oh. Lass meine Sorge sein. Ram TV. Trinkst du Cola? Ja. Ich trinke nicht, ich hab nur für meine Gäste. Ist schön. Er lügt. Normalerweise trinke ich nicht, aber ich will jetzt erstmal trinken. Weißt du, in Deutschland sagen wir piep, 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 wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Man sagt, er trinkt Cola, weil er gastfreundlich ist. Freundlich ist, hä? Nein, ich trinke nur Wasser. Ich trinke nur Wasser. Ich hab schon 10 Kilo abgenommen. 10 Kilo sieht man gar nicht. Am Ohrläppchen. Das ist der Unterschied gewesen. Aber ich bin mega satt und Alpa sagt, jetzt kommt noch was zum Essen. Oh. Ey, Junge, das wäre dann richtig. Also ich bin froh, dass ich jetzt Alpa kenne und das Fest, Ramadan, weil als Asi von der Straße, ich habe noch nie so viel Essen gesehen. Habi, jeder unserer Gäste werden satt nach Hause geschickt. Ja. Aber Katz, du hast doch aber gefastet und so. Deswegen auch mein Magen wird klein und so zum Abend. Ich habe was gelernt. Von wer hast du das? Von dir Zehntastisch? Aber ich von Alpa gelernt. Alpa ist mein Vorbild. Auch die Frisur deswegen. Kennst du die Seite Medizintastisch? Nee. Ich auch nicht.
Also das Essen war gut. Also ich wusste gar nicht, dass Alper so gut kochen kann. Alper, hast du gekocht? Hat du Ausbildung gemacht? Ich koche auch, aber heute hat meine Frau gekocht. Ja. Ramadan kann ich nicht. Also Props an deine Frau. Ja, sowieso. Wenn ich während der Faste koche, dann passiert manchmal ein Unfall. Du nimmst aus Versehen im Mund, probierst ihn. Ja, natürlich. Ja. Ich meine, wie findest du deine Wohnung? Also meine Wohnung ist schön. Wirklich, also meine Wohnung ist schön. Also ich weiß nicht, wie Alper wohnt. Also keine Ahnung, ich komme voll durcheinander. Ich auch. Also die Wohnung ist schön, die Wassermelone ist noch schöner, aber meine Wohnung ist am schönsten. Aber Jungs, kurz gesagt, Flash. Oh, ganz ehrlich. Inshallah. Inshallah, genau. Inshallah, wenn Gott so möchte, esse ich jetzt eine Erdbeere. Ist so. Hast noch nicht gegessen. Hm? Was? Hast noch nicht gegessen. Nicht, aber ich tue jetzt so. Deswegen. Ja. Wenn Gott will, wenn nicht. Ey, Leute? Gott, es dauert länger, immer länger. Ja. warte, bevor ich vergesse. Ah ja, genau. Wenn das Video online ist und so, dann könnt ihr Kommentare mal posten, wa? Kennt ihr ja bestimmt, ihr seid ja so Facebook und so und YouTube. Dann schreibt mal alle, wer alles Bock hat auf Ehrensache Nummer 2. Und wer hat Bock auf, ob ich einen Text für Alper schreibe. Macht mal, schreibt mal einfach. Und dann mal gucken, meisten Kommentare, dass ich machen soll, dann mache ich. Schreibe für Alper einen Text. Und ihr müsst herausfinden, welcher. Und der Track soll heißen Flash. Genau, Flash heißt er. Wieder Superman-Comic hier, Dings. Flash, da ist er schneller. Also Doppeltime-Text. Ja, ja, Mann, deswegen. Ey, ich bin voll der Doppelreimer hier. Jo. Er hat doch für die ganze Rap-Szene geschrieben, oder? Also die ganzen Dinge, Doppeltime-Dinger, was? Ich bin Doppeltime-Rapper. Ich schreibe für jeden eigentlich. Ach so. Inshallah. Und jetzt kommt mein Tee. Guck mal, ich hab mir jetzt auch einen Haushälter geholt, der aussieht wie ich. Was mit der Olle mit Nennischen? Er macht heute hier, er sagt Flash. Ja, wir haben gut gespeist, gut getrunken, wie man auch sieht. Jetzt ein bisschen Aperitif, Gemüse und Obst. War lecker. War es so, wie du es dir vorgestellt hast? Gemüse? Ja. Ja klar, also war besser, Mann. Also ich hab's mir schlechter vorgestellt. Weißt du, was das Ding ist? Welches? Ich glaube, er wird mich danach anrufen und sagen, das bekommst du wieder. Das bekomme ich nicht wieder. Nein, niemals. Weißt du warum? Oh. Weil am 9.10. Ehrensache Nummer 2 rauskommt. Das war mir eine Ehre, hier zu sein. Dankeschön, Alper. Mir auch. Danke. Und denk dran, abonnieren! Seinen Kanal! Wisst ihr Bescheid? Ich bin raus, ich muss schlafen gehen. Ich übernehme jetzt für ihn. Ja. Also er wollte sagen, war sehr lecker. Somit haben wir wieder einen Tag vom Ramadan hinter uns. Allah soll auch den Menschen geben, die es nicht haben. Ne? Ja, natürlich. So wolltest du sagen. Und er hat sich gar nicht so gut vorgestellt. Er ist sehr zufrieden. Und er wollte noch sagen, das Album des Jahres. 9.10. Ehrensache 2. Und es war ihm eine riesengroße Ehre, hier bei mir zu sein, zu dürfen. Dankeschön. Und da wolltest du noch sagen, abonniert seinen Kanal, also ja, genau. Mein Kanal, Alpagan TV. Könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Deinen können Sie auch abonnieren. Wieder Alpagan TV. Ja, natürlich. Nummer 2. Und bis zum nächsten Mal für mich eigentlich, weil du bist nächstes Mal dabei. Willst du wieder irgendwas, hast du wieder was vor mit mir? Ja, wenn du mich ordentlich bezahlst. Nein, also bis zum nächsten Mal, euer Alpagan, der Usta aller Glatzen. Flash. Du musst jetzt noch einmal Flash machen. Flash! Man kriegt Angst vor ihm. Ja.